Ich sag, wir haben es mit einem Profi zu tun. Das ist ein ausgebuchster Profi. So wie es gerade läuft, wie lange kannst du diese Strecke noch durchhalten? 3 Monate. Also unter 20.000 brauchst du nicht rausgehen hier, ne? Das ist Pflicht. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Du bist die? Die Theresa, die neue Pächterin. Wo ist denn Rosi? Rosi, die gibt's nicht mehr, Rosi ist zurück in ihre Heimat nach Bayern. Die gibt es nicht mehr. Die hat das 30 Jahre lang gemacht und hat es quasi... 30 Jahre lang, genau. Also das wäre die Vorgängerin, verstehe ich das richtig? Das ist die Vorgängerin, genau. Okay, und dann hast du das gepachtet? Wir, genau, mein Partner und ich, wir machen das zusammen. Und Probleme liegt darin, dass noch zu wenig Gäste das wissen, oder? Ja. Wie viele Gäste habt ihr denn? 50 bis 60 in der Woche. 50, 60 Gäste pro Woche bei einer 5-Tage-Woche, das sind ja knapp mehr als 10 Gäste nur pro Tag. Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt geht's erstmal um die Küche. Ne? Jetzt kommen wir gleich in den Genuss von euren Speisen und dann wissen wir mit Sicherheit mehr. Wir würden gern bestellen. Gerne. Zur Vorspeise nehme ich Vitello Tonnato. Das Duett von Jakobsmuschel, Scampi und Süßkartoffelcurry. Einmal Himmel und Erde möchte ich probieren. Thai-Curry-Schüppchen. Das Bäckchen vom Charolais-Rind. Iron Flat Steak von dem roten flämischen Rind. Und das Stroganoff. Meldung von Schweinefilet mit Bandnudeln und Champignon-Rahmsoße. Das Thümchen von Thunfisch und Guacamole. Venezianische Leber. Man hat große Erwartungen, weil es hört sich alles sehr, sehr toll an. Also wenn das nicht abgeschrieben ist irgendwo und mehr schlecht als recht möchtegernmäßig interpretiert wird, dann können wir uns wirklich auf was freuen gleich. Ich bin ja mega überrascht von der Optik so. Das sieht ja alles wunderbar aus. Aber 13,50 für die Größe, ich finde, das muss ein bisschen größer sein für den Preis. Ne? Aber guck mal, also ne, auch wenn du mir die Details betrachtest, hier hat dein Granny Smith, der hierzu passt, und hier ist ein roter Apfel bei. Ja. Also er hat nicht einen Apfel in der Küche, sondern er hat da, also das, der geht wirklich ins Detail. Dann, Freunde, dann, ich aber dann gehen wir jetzt so weit zur Theorie, jetzt rüber in die Praxis. Feines Püree, eine feine, herzhafte Wurst. Schmeckt echt super lecker. Ja. Mhm. Also im Vergleich zu den meisten Restaurants, wo wir sonst sind, ist das hier mal echt gekocht. Das ist gekocht und das in den vielen anderen Restaurants ist halt eigentlich mehr oder weniger zusammengebaut. Und aufgewärmt. Aus der Fritte geholt, aus, weißt du? Und so leere Teller, glaube ich, gehen sonst nicht zurück. Nee. Ne? Ich sag, wir haben es mit einem Profi zu tun. Das ist ein ausgebuchster Profi. Wir wissen ja noch gar nicht, was hier das Problem ist. Ja. Ne? Also dass die Küche ist es, wie es aussieht. Definitiv nicht. Ich glaube, der Laden, wenn, dann hat er Marketingprobleme und strategische Probleme. Ne? Also den Koch, ich möchte wissen, wo der gelernt hat, wo der war. Das interessiert mich echt, weil der muss ein paar Häuser gesehen haben. Wer steht hinter diesen Tellern? Ja. Jetzt kommen wir rein. So. Hallo, Männer. Servus. Servus. Grüß euch. Hallo. Wie denkst du, wie du abgeschnitten hast? Ja, von meinem Gefühl hier, ich denke, so schlecht war es nicht. Wir haben halt echt heute gesagt, so, dass das seit Ewigkeiten, beziehungsweise eigentlich das Beste, ne, kam sogar vor, Essen hatten, was wir bis jetzt hatten bei den Kochprofis. Also das ist schon mal Ritterschlag. Wo hast du gelernt? Ja, hast du gelernt? Wir haben so ein bisschen spekuliert. Ja. Ich habe keine Lehre gemacht. Du hast keine Lehre gemacht? Ungelernter Koch. Dann haut er raus, dass er das gar nicht gelernt hat, dass es so irgendwie alles so ein bisschen gekommen ist. Er hat sich viel selber beigebracht. Da muss ich echt sagen, Hut ab. Das habe ich noch nicht erlebt, seit wir Kochprofis machen. Und jetzt Problematik ist zu wenig Gäste unter der Woche, schätzen wir. Ja, definitiv. Und natürlich meine Warenansätze. Also, wenn wir uns ehrlich sind, wir sind hergefahren und das liegt schon, also ich sag mal, am Arsch der Welt. Ja? Ja. Ich weiß nicht, wo der ist, aber tendenziell kann man hier schon vermuten. Man muss gezielt zu uns kommen. Eben. Also, du hast auch keine Laufkundschaft, da ist niemand, der hier vorbeiradelt, vorbeispaziert, sondern es muss ganz gezielt. Das ist ein Zielobjekt. Ne? Ja. Und das muss man marketingtechnisch muss es platzieren. So wie es gerade läuft, wie lange kannst du diese Strecke noch durchhalten? 3 Monate. 3 Monate? 3 Monate. Okay, das ist eine Ansage. 3 Monate ist krass. Wir sehen hier ganz klar, nur mit gutem Kochen kann man keinen Laden retten. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich ins Eingemachte gehen. Zahlen, Marketing, Struktur, Personal, das müssen wir alles unter die Lupe nehmen. Wir glauben halt nicht, dass du hier in diesem Restaurant nur von à la carte leben kannst. Was will ich denn machen? Also zum Beispiel Veranstaltungen. Denn hier, das erwartet keiner. Hier fährst du her und auf einmal bist du hier mitten im Paradies, weißt du? Und das schmeckt auch noch lecker. Und das muss man der Welt erzählen. Da brauchst du halt die Multiplikatoren, die das weitertragen. Ich darf nicht nur der Koch sein. Ich muss Gastronom sein. Dann brauchen wir eigentlich auch einen eindeutigen Namen. Ne? Also ich kenne mich schon
und dem Medis Restaurant gut vorstellen. Also ich habe jetzt mal genau auf dich und dein Gesicht geachtet, ne? Ja, und? Ja, dabei ist mir aufgefallen, dass du bei dem, ich kann mir schon vorstellen, Medis Restaurant, da bist du gleich ein bisschen stolzer geworden. Also bist du, du hast gelacht, oder? Ja, ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Also mein Bauchgefühl sagt, das ja. Das macht mir auch Freude, ne? Was sagt denn dein Bauch dazu? Ja, ich habe gutes Gefühl. Wir müssen das Restaurant bekannt machen. Wir müssen irgendwie ein Netzwerk aufbauen, was funktioniert. Dass man wirklich ja, den entsprechenden wichtigen Leuten klar macht, was sie hier für einen Goldschatz haben. Das geht übers Internet, das geht über Connection. Ich hänge mich ans Telefon und telefoniere mir mal die Ohren wund. Guten Tag. Uli, ich habe eine traumhafte Location für Sie. Also wirklich, wir haben hier gestern gegessen und wir sind fast vom Glauben abgefallen. Das war ein Geheimtipp. Das gibt es jetzt 7 Uhr hier anschauen. Das ist wirklich wunderschön. Jetzt, wenn die Sonne hier ist, wunderschön gar. Für da jetzt so kurzfristig wirklich genau diejenigen kriegen, die Netzwerker kriegen, die Foodblogger kriegen, die Eventmanager kriegen, das macht mir noch so ein bisschen Magenschmerzen. Wirtschaftlich ist er an einem Punkt, wo er nicht weiterkommt, so. Und da müssen wir echt eintauchen. Wir fassen mal kurz zusammen. Was haben wir an Außenständen? Bei Finanzamt ungefähr fast 6.000 Euro. Bei meiner Versicherung noch fast 3.000 Euro. Ihr seid erst 7 Monate da und habt es geschafft, in der kürzesten Zeit in die roten Zahlen zu gehen. Also unter 20.000 brauchst du nicht rausgehen hier, ne? Das ist Pflicht. Ich will da niemand ans Bein pinkeln, ne? Nee, sondern ich will nur sagen, was der Ladenumsatz machen muss, dass wir Perspektive haben. Wie viel Umsatz habt ihr gemacht im Dezember im besten Monat? 21.000. In einem Monat? Ja. Und es war der beste Monat? Das war der beste Monat. Was war denn der schlechteste Monat? 8.000. 20.000 muss der Laden im Monat erwirtschaften. Das haben sie bis jetzt einen Monat geschafft. Finde den Fehler. Ich habe hier den Wareneinsatz stehen, 43%. Das sollte nicht mehr wie 30 sein. Die arbeiten plus minus null, das kann langfristig nicht so gehen, weil da muss ja Geld reinkommen. Ne? Also wenn ich nur Geld verbrenne, dann bin ich einfach eines Tages pleite und habe toll gekocht, nützt uns aber nichts. Das geht jetzt hier ums blanke Überleben erstmal, ums blanke Überleben. Und das kann man nachkorrigieren mit einem neuen Verständnis für die Zahlen. Das kann man nachkorrigieren mit Wareneinsätzen und nachkontrollieren mit Sparmaßnahmen. Ganz einfach Sparmaßnahmen. Ne? Ich muss das so schaffen, dass ich im Monat 20.000 Euro einfach in der Kasse habe. Ansonsten stimmt das unter den Strich nicht. Wir wissen, dass der Medi in der Woche nicht genug Laufkundschaft hat. Ja? Das bedeutet für mich, wir müssen eine kleine Karte fahren mit 10 bis maximum 15 Gerichten. Ich finde, das Restaurant hat eine kleine, ausgewählte Speisekarte verdient. Ja. Das bedeutet für mich, in der Woche 3 bis 4, maximum 4 Vorspeisen und maximum 4 Hauptgänge. Okay. Und vielleicht 2 Desserte. Dann reden wir über 13 Gerichte. Das ist Medi, das ist Medis Küche, 13 Gerichte. Das ist frisch, das ist überschaubar, das ist kalkulierbar. Das ist interessant. Ganz selbstbewusst, souverän, 15 Gerichte, am Wochenende noch ein paar Specials. Bumm, alles frisch. So muss es sein. Gestern ist mir aufgefallen, einfach das Thunfisch-Tartar mit dem Avocado, mit dem Guacamole, war im Verhältnis zu den anderen Gerichten für mich viel zu klein. Weil ich habe so ein bisschen gedacht, ach schade, die anderen haben jetzt viel mehr, weißt du. Und das, so denkt der Gast dann auch, wenn er es direkt sieht. Also jetzt gibt es einfach so einen kleinen Zaubertrick. Wir nehmen mehr Lachs, bringen aber trotzdem den Thunfisch ins Spiel. Wir machen quasi ein Duett, ein Duo von diesen beiden Fischen. Aber der Lachs ist wesentlich günstiger. Wie viel nimmst du sonst fürs Tartar? Wie viel Gramm? Zwischen 60, 80 Gramm. Super, hier habe ich jetzt irgendwie 50 Gramm. 40 Gramm um den Dreh. Wir werden aber ein bisschen mehr Lachs dazugeben. Das war genau meine Linie gewesen. Also von der Kochkunst genau das, was ich mir immer vorgestellt habe. Wie kann ich toll trotz dem Produkt einen hervorragenden Teller zaubern, wo sage ich mal, am Ende von mich trotzdem was bleibt. Mensch, das sieht ja mega aus. Wir haben die Food Cost, den Wareneinsatz gesenkt und hatten trotzdem ein richtig schickes Gericht. Ich denke, wir haben dir die Augen ein bisschen geöffnet. Ja? Definitiv. Und ich denke, wir haben dir die Geschmackspapillen ein bisschen geöffnet auch, ja? Ja. Für neue Weingeschichten. Auf jeden Fall sind wir im Zugzwang finanziell, definitiv. Also ich wusste nicht, wie die Lage so ist, ja? Aber die Lage ist nicht sonnig. Das ist was anderes. Ne? Du hast ja schon noch wirklich ein starkes finanzielles Problem. Und wir haben zu wenig Gäste, die hier rauskommen müssen. Ne? Ja. Das heißt, was jetzt wirklich morgen wichtig ist, ist, dass wir hoffentlich viele Leute an den Start kriegen, die aus der Food-Szene sind, ja? Die
die nachher hier irgendwie Interesse an dem Laden haben, die Interesse an dem Ambiente haben, die Interesse an deiner Küche haben, die müssen ja morgen überzeugen. Die müssen erstmal kommen und dann müssen sie überzeugt werden. Und da kommen wir jetzt auch zum Höhepunkt. So, das ist für uns auch das erste Mal in unserer ganzen Zeit bei den Kochprofis. Also wir waren ja begeistert gestern von deinem Essen. Und das Thema ist halt einfach, dass du das Menü gestalten sollst. Wir werden es mit dir kochen. Thema ist einfach, du musst dich verkaufen, wir brauchen uns nicht verkaufen. Weißt du, es geht einfach hier um guten Geschmack. Das ist deine Möglichkeit. Ich finde es auch eine schöne Motivation für dich. Wirklich, mach dir Gedanken. Es geht um 4 Gänge. Ja. Geiler Scheiß. Denk an unseren Wareneinsatz trotzdem, dass es auch alles kalkulierbar bleibt. Okay, du lachst. Also hast du irgendwas an dem Part, du machst ein 4-Gang-Menü zu morgen, nicht verstanden? Doch, ich habe verstanden, aber ich bin einfach jetzt überrascht, dass ich von euch das zu hören. Das grüne Licht kriegst, ja? Ich dachte erstmal, es ist ein Witz. Ja. Dieses Vertrauen gegenüber zu mir einfach. Einmalig. Das ist für mich ist eine Bestätigung. Seit bestehende Kochprofi, seit ich dabei bin, hat man das noch nie aus der Hand gegeben. Das war einfach, wir wollten noch einmal eines draufsetzen. Unser Brand bei so einem Finalessen ist ganz wichtig, dass es auch funktioniert. Aber in diesem Fall, die Gestaltung des Menüs geben wir in seine Hände. Wir werden noch was draufsetzen. Wir setzen noch eine Schippe drauf. Abgemacht? Abgemacht. Also, als Motivation, ja? Jawohl, also. Okay, bis morgen. Und du machst ein schönes Dessert, ja? Okay? Auf jeden Fall. Tschüss. Wunderbar. Ciao. Ciao. Bis morgen. Guten Morgen, meine Freunde. Guten Morgen. Hey, alles gut hier? Voll dabei. So, Medi, dein Auftrag war ja gestern, ein schönes Menü zu zaubern, ja? 4 Gänge. Wie sieht das aus? Ich fange an mit Duett von Lachs, Thunfisch, mit der Ingwer-Sojamarinade. Und am Zwischengang kommt dann, habe ich mir gedacht, so eine Wachtel, Beluga-Linsen-Ragu mit Paprika und Mohren und Speck. Und als Hauptgang Kalbsrückensteak. Dann würde ich mal gerne kombinieren mit Spargel und die Mörschelsoße und Kartoffel. Hört sich gut an. Und was gibt's als Süßspeise am Ende? Ich mache was mit Kaffee, Crème Brûlée und Himbeeren. Das ist doch schön, ja? Du hast ein tolles Menü irgendwie entworfen. Du hast eine schöne Verbindung zwischen klassisch und ein bisschen modern. Dann hast du den Anfang ein bisschen mehr kreativ. Schön. Sehr schön. Super, ja. Kochjagd an. Ich finde, der Medi hat sich echt Gedanken gemacht. Das Menü war tipptopp irgendwie durchdacht. Jetzt müsst ihr bitte die Augen zumachen. Immer noch die Augen zulassen, immer noch die Augen zulassen. So, und jetzt stellt euch hier mal auf. Und jetzt auf 3 dürft ihr die Augen aufmachen und geradeaus gucken. 1, 2, 3. Oh mein Gott! Kennst du den Medi? Geil! Das ist ja abgefahren! Das ist mein Medis Restaurant, guck mal, Baby! Boah, das ist abgefahren! Oh, geil! Hallo, liebe Gäste, liebe Freunde! Herzlich willkommen bei Mettis Restaurant. Schön, dass ihr alle hier seid. Ja, ich freue mich auch total, dass es geklappt hat, dass ihr den Aufruf gehört habt. Denn wir brauchen Leute, die sich von dem Essen und von dem Service ein Bild machen, dass sie das dann einfach in der Welt rumtragen können. Dass wir wirklich hier was hinterlassen können, was, ja, was einfach nachhaltig ist. Ja? Das ist uns unheimlich wichtig. Auf jeden Fall kann ich mir hier vorstellen, ein Shooting zu machen, ja. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, ja. Natürlich kann man die Hochzeitsveranstaltung abhalten, vor allen Dingen mit diesem wahnsinnig schönen Garten. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Kochprofis, dass dieses Essen des Abschlussabends nicht aus unserer Feder stammt, sondern von mir. Von Ich habe für heute Abend 4-Gänge-Menü vorbereitet. Sehr lecker. Lecker. So wie es sein soll. Echt gut. Die Zusammenstellung ist einmalig, hat sehr gut geschmeckt und spricht oder ruft nach Wiederholung. Ja. Hallo.
alles eine runde Sache. Essen und die Weine waren hervorragend aufeinander abgestimmt. Ich bin positiv überrascht. Es ist wirklich ganz, ganz vorzüglich. Absolut weiter zu empfehlen. Also das wird die Fläche auf jeden Fall machen. Wirklich, ich bin ganz begeistert. Ja, servus, Martin. Servus, guten Abend. Hat's euch denn geschmeckt? Große Ehre. Also, das kann ich nicht beschreiben. Das ist ja einfach verrückt. Also ich muss echt sagen, selten haben wir oder noch nie hatten wir so einen Fall, wo wir halt auch echt so begeistert vom Essen waren und auch von der positiven Energie. Ne? Vielen Dank. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir nach Hause fahren. Und jetzt müssen wir euch und Mehdi und Theresa alleine lassen und hoffen, dass das, was wir angeschoben haben, greift. Und da seid ihr wirklich alle gefragt, ganz, ganz doll, die beiden unter die Arme zu greifen. Seid ihr dabei? Ich glaube, dass Mehdis Restaurant nach unserem Besuch auf alle Fälle in vieler Munde sein wird. Ich hoffe, wir müssen nicht wiederkommen, weil ich hoffe, es läuft jetzt einfach. Das ist ein Selbstläufer, weil der Junge kann kochen, der hat Bock auf die Nummer. Ja, der hat eine tolle Frau am Start, irgendwie ein super Team. Ich bin sehr dankbar an die drei Kochprofis. Die sind einfach geil.